Hier ist unser Percy, der hier herangewachsen ist. Der kam als Baby, nebenan ist gleich sein Bruder Palmer. Also nochmal hier Percy vorstellen. Er kam als Baby hier an mit seinen beiden anderen Geschwistern, die es schon geschafft haben. Und er und sein Bruder Palmer, da ist der Palmer, sind leider übrig geblieben, was sehr schade ist. Sie sind herangewachsen, jetzt sind sie schon über ein Jahr alt und haben es als Babys nicht geschafft. Jetzt hoffen wir, dass sie als junge Hunde schaffen. Selbstverständlich sind sie verträglich, sie sind kastriert und sie sind sehr, sehr nett. Beide. Beide. Der Percy ist ein bisschen mutiger als der Palmer und der Palmer ist ein ganz, ein sanfter, lieber, lieber Bub, der also wie gesagt manchmal unter der Fuchtel von Percy steht. Er ist etwas größer als der Percy. Der Percy hat gelocktes, ein bisschen gelocktes Fell und ist etwas dünker und der Palmer ist größer und hat ein glatteres Fell. Also wir sehen, sie spielen miteinander, sie sind ihr Leben lang zusammen gewesen und müssen aber nicht zusammen vermittelt werden, auf gar keinen Fall. Jeder freut sich über sein eigenes Platzerl und seine Familie und sind wie gesagt junge, nette Hunde, die hier nicht alt werden sollen, bitte, bitte, bitte. Ha? Ja, Percy, Percy, Palmer. Hallo, Palmer.